Ja, da sind wir schon wieder. Bei Dark Souls 2. Wir versuchen jetzt nochmal den Gegner. Vielleicht schaffen wir ihn ja diesmal. Ich bin halt überlegen, ich glaube, ich nehme nochmal Menschlichkeit gleich. Vom Gegner. Weil ich möchte nämlich gerne volles Leben haben. Weil sonst brauche er nur einen Schlag, um mich zu killen. Das ist nicht so schön. So, haben wir euch jetzt eben so viel Schaden gemacht und dann wieder so wenig? Ich verstehe es nicht. Naja. So, komm her. So. Zack. Wenn das nicht Skill ist, ey. Was macht er jetzt wieder? Oh, leck mich doch. Dankeschön. Na komm, ziehen wir hier mal dran. In der Zeit benutzen wir mal eine Menschlichkeit. Haben wir schon wieder einige gefunden. So, ein Lebensstein. Der reicht. Hallo, Bilbo ist gut. So, bei dem Gegner werde ich mir auf jeden Fall keine Hilfe holen von irgendjemandem. Weil der ist ja echt lappenhaft. Und wäre ich nicht so dumm gewesen eben, hätte ich ihn ja auch locker geschafft. Das packe ich mal kurz weg alles. Das brauche ich nämlich gleich alles nicht. Und das macht mich nur unnötig schwer. So, komm, renn durch. Boah, leck mich doch am Arsch! So, komm, sobald ich am Land bin, bin ich wieder unschlagbar. Vom Sprinten her. Gut. Na ja, komm, renn durch. Ich habe jetzt auch keinen Bock, die Gegner dann alle zu töten, weil die sind mir echt zu heftig. Ich hoffe mal, das stört euch wohl nicht. So. So, komm her. Boah, ich hasse es, wenn ich ihn abvisiere. Wenigstens mache ich viel Schaden. Oh, wenn er sich so weg. Der ist aber auch echt sau schnell. Blocken. Blocken. Da kriegt er mich jedes Mal mit diesem. Wenn ich denke, ja, jetzt kann ich noch einmal draufschlagen schnell. Und dann haut er doch noch ab. Müssen doch auch noch weiter in die Mitte gehen. Weg. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ist in Ordnung alles noch. Ist noch alles sehr in Ordnung, okay. Ist zwar nicht ganz so einfach wie Pinwheel, aber... aber doch schon ziemlich einfach. Wenn nicht sogar der einfachste bis jetzt. Aber doch, das könnte gut sein. Ich glaube, es ist bis jetzt der einfachste. Oh, da habe ich aber richtig Glück, dass er mich gerade nicht getroffen hat. Na los, komm her. Du siehst aus, als ob du irgendwie blockst oder so. Okay. Ich brauche Kondition. Da hatte ich mir gerade... hatte ich gerade echt zu wenig Kondition. Muss aufpassen, wenn er diesen von oben runter brettert, ey. Wenn er mir da eine reinzimmert, dann ist es aus. Den weiß ich nicht, wie ich einschätzen soll, diesen... wenn er sein Schwert so schräg nimmt. Das sieht entweder so aus, als ob er Angst hat, oder als ob er blockt, oder als ob er kontert, wenn ich ihn dann angreife.
Da, jedes Mal, wenn er den macht, kriegt er mich jedes Mal. Ich sollte eindeutig einen Estus nehmen. Aber ich verrecke, wenn ich jetzt einen Estus nehme. Ja, ich verrecke. Tot. Ich wusste es. Es ist wieder so eine Scheiße, ey. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Meine Fresse. Das ist doch so einfach. Das ist, der kann doch gar nichts, der Gegner. Nichts kann der. Oh Mann, ey. Kann ich gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die Waffe hier verzaubern kann. Dann mache ich wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Irgendwie eine Magieverzauberung draufballern oder so. Irgend sowas in der Richtung. Muss ich gleich wohl mal gucken, ne? Haben wir den Bogen und so weggepackt, ne? Er schießt mich gleich an. So, zack. Ja klar! So, den haben wir. Ah, du triffst mich hier nicht. Wie sieht's mit dir aus, Arschloch? Hm? So, schön. Pech mit dir. So. Währenddessen können wir uns in die Ausrüstung unten mal. Okay. Irgendwie sowas holen. Irgend so ein harzähnliches Zeug oder sowas. Was ist das? Beweis für. Ach, das ist dieses. Okay. Okay. Anscheinend habe ich gar nichts in diese Richtung gerade bei mir. Naja. Ich nehme nochmal so ein Dings hier und heil mich noch einmal vom Endgegner, weil ich renne ab jetzt nur noch durch. Oh Mann, ey, ich habe keine Lust. Das ist wieder so ein Endgegner, wo man nur einen Fehler machen muss und schon ist man tot. Oh Gott, ich hasse es, ich hasse es. Bei solchen Stellen, das sind immer die typischen Stellen, wo ich bei diesem Spiel einen Krampf kriege. Weil ich mich so anstrenge und auf einmal so nervös werde. Wenn ich wieder höre, wie die immer noch hinter mir sind, dann kriege ich wieder einen Rappel. So. Durch da. Okay, komm her. Ich bleibe jetzt einfach ganz ruhig bei dem Boss. Muss ich auch. Sonst schaffe ich ihn nämlich nicht. Einfach ruhig bleiben. Da, jetzt kriegt er mich wieder. Da kriegt er mich jedes Mal. Weil ich einfach zu spät dann schlage. Ich überlege mir, soll ich schlagen oder nicht? Und dann habe ich, dann dauert es schon zu lange. Da habe ich schon zu lange überlegt. Jetzt auch wieder gerade. Einfach zuschlagen. Zwar schön noch überlegen, aber wenn man kurz überlegt, dann schon nicht mehr zuschlagen. Einfach zuschlagen, wenn es passt. Einfach nicht zu lange überlegen. War auch zu lange überlegt. Okay, wieder zu spät. Na, komm her, los. Glocken, 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 Glocken. Bisschen zurückgehen. Lock ihn hier wieder in die Mitte locken, so ein bisschen. Okay, es war zu lange überlegt.
Er wartet, dass ich angreife. Ich warte, dass er angreift. Solche Situationen schüchtert der Boss mich echt immer ein. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Weil er auch darauf wartet, dass ich angreife. Das schüchtert mich echt immer ziemlich ein. Okay, ich muss ihn eindeutig wieder weiter in die Mitte locken. Der hätte ich jetzt zuschlagen können. Ich kann jetzt auch ein bisschen weniger reden als sonst. Wieder zu spät, erwischt mich. Oh ne. Diesmal hat er mich nicht erwischt, aber er hat mich total gestaggert. Okay, der hätte reingehauen. Der hätte richtig gezwiebelt. Der hätte fast so gezwiebelt wie der Zwiebelknight. Aus Dark Souls 1. Okay, 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 okay. Staggern ist ja nicht so schlimm. Nur, wenn er danach dann nochmal angreift, das ist dann schlimm. Staggern an sich ist ja nicht so schlimm. Beziehungsweise gestaggert werden. Man muss halt nur aufpassen, dass er danach dann nicht angreifen kann. Wie zum Beispiel jetzt gerade. Es wäre fast in die Hose gegangen. Auf jeden Fall mache ich aber ziemlich viel Schaden. Ich glaube, ich muss bei ihm doch näher dranbleiben. Unser TP-Ring bringt es übrigens auch richtig gut, weil wir haben jetzt wieder volles Leben, hatten wir aber eben nicht. Das heißt, wir haben wieder die Zeit gespart, um Estus zu benutzen. Jetzt erwischt er mich? Oh ne, doch nicht. Okay, dann hat er diesmal nicht diesen Schnellen hinterhergesetzt. Okay, diesmal habe ich ihn noch ganz knapp erwischt. Gut. Aber wir machen irgendwie mehr Schaden als eben. Okay. So. Nein, erwischt mich. Okay, hat mich ja nicht erwischt. Okay. Okay, okay, okay. Ich werde versterben, weil ich mich gerade dran gedacht habe, dass es gut sein kann, dass ich schaffe. Das bedeutet, dass ich sterben werde. Ich hätte da nicht dran denken dürfen. Und, ganz wichtig, nicht gierig werden. Es war sauknapp. Ich verstehe auch nicht, warum er mich nicht getroffen hat. Na, komm her, los. Na, los. Komm. Lass mich noch einmal ran. Okay, ich komme wieder. Pass auf. Jetzt warne ich den Boss auch noch, dass ich komme wieder. Geht jetzt irgendwie gerade mehr ab oder so? Oder bin ich jetzt einfach nur zu feige, um anzugreifen? Okay, ich habe ihn besiegt. Oh. Ich dachte schon... Alter, was war das denn für ein Soundkarne bei den anderen Bossen auch schon? Ich dachte schon, ich werde jetzt wieder zu gierig. Hurra für Umkreisen, ja! Oh ja. Es ist aber auch so, es ist einfach so. Man umkreist Bosse, das ist irgendwie so eine... Das ist einfach so. Da ist ein Leuchtfeuer. Ran. Los, ran da. Komm, geh da ran. Ein Urleuchtfeuer. Bedeutet... Was ist ein Urleuchtfeuer? Was ist das? Oh nein!
Ich wollte noch an die Kiste. Oh nein, jetzt habe ich Angst. Nicht sterben jetzt. Oh Gott. Hä? Ah, hallo. Gut, hier wollte ich sowieso hin. You have acquired the soul of an old one. That is more than most undead can say. Aha. Heißt, das war jetzt der erste von den vier Untoten da? Interessant. So, hier, da rein, da rein. Kommen hier nochmal zwei da rein. Zwei da rein. Ein da rein. Ja. Gut. So. Gut, hat sich jetzt irgendwas verändert? Vielleicht verkauft jetzt der Schmied irgendwas anderes oder so. Okay, er sagt auf jeden Fall nichts Neues. Oh, er verkauft aber neue Sachen. Oder? Das sind doch mehr Sachen als vorher, oder? Nee. Hier ist auch nichts Neues. Da auch nicht. Was passiert, wenn ich mit dir spreche? Dread. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? Okay. Don't waste my time. Was ich mir noch vorstellen könnte, dass jetzt auf der Karte unten irgendwas neu ist. Na gut, wir gucken jetzt nochmal zu dem Kerl hier. So. I'm glad to see you safe. Take a look at my... Okay. Was sind denn das für Sachen? Straffesseln? Ne, was sind denn Straffesseln? Und vor allem, was bringt mir das Zeug? Anscheinend nicht so viel, weil meine Dingsrüstung ist um einiges besser. Always open for business. Okay. Gucken wir nochmal zu dem Typen hier. Aber das Geräusch, das war echt heftig, als ich den Ältesten da gekillt habe. Das war auf jeden Fall was anderes. Ah, das ist das zweite Dings jetzt. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Ich schon. But there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious, deep within the soul. Something essential. I would not venture far into that hole. Okay, da haben wir schon. But it was crumbling. Did you see? It wasn't. Okay. I don't know what explains it. Also jedes Mal, wenn Ältesten töten, kommt eine Flamme dazu. Okay, wir haben jetzt den ersten Ältesten gekillt. So, ich gehe mal kurz an die Dings da. Ans Leuchtfeuer. Zack. Und zwar Gegenstandskiste. Packen wir doch erstmal wieder ein bisschen was rein. So, das packen wir weg. Das. Die können wir behalten. Na gut, die können wir auch behalten. Na, komm, weg damit. Ich habe keine Lust, dass das Inventar immer so voll ist. Kann ich gar nicht ab. Jo! Ist ein bisschen größer geworden, die Seelen. So, die Dinger packen wir auch erstmal weg. Okay. So. Und was ich aber haben möchte. Na, wo ist, haben wir es denn? Ich möchte nämlich gerne den Speckstein haben. Hä? Wo ist er denn? Ach, man kann jetzt Nachrichten ja nicht mehr über den Speckstein.
Das funktioniert jetzt anders. Was steht hier? Loch voraus. Okay. Ich möchte es aber gerne nochmal wissen, was denn jetzt in dieser Kiste da war. Allgemein mich noch ein bisschen in diesem Gebiet da umgucken. Das machen wir jetzt noch kurz. In dem Part hier. Reisen. Moment mal, das älteste... Ja, wie kommen wir denn jetzt da wieder hin? Sag jetzt nicht, wir kommen da nicht an dieses Leuchtfeuer ran. Wie fies ist das denn? Das finde ich jetzt aber richtig fies. Hallo? Wie fies ist das denn? Naja. Ich würde mal sagen, wir gucken dann im nächsten Part mal, wo wir hin müssen. Bis dann. Tschüss.